Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Nein, dieses Video ist kein weiterer Reisedokumentarfilm, sondern es gehört zu einer eigenen Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem bereisten Land von mir vorstellen möchte. Im heutigen Film geht es um die USA. Ja, ganz wichtig an der Stelle, es handelt sich um Tipps für den Erstkontakt, damit man sich schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr dann Kapitel auch einzeln direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten nenne ich euch hier nicht, die könnt ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm oder in dem Fall sind es ja mehrere, irgendeinen werde ich euch hier oben mal verlinken, dann auch näher ansehen. Auch wichtig, es handelt sich um ja, persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise oder Reisen. Ja, das kann also auch schon ein paar Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen in diesem Video verlassen, sondern euch darüber hinaus auch weiter informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Und wir beginnen dann auch gleich mal mit meinen Tipps zur Anreise. Die USA erreicht man für gewöhnlich auf dem Luftweg, aber auch Atlantiküberfahrten sind denkbar. Wählt man den Luftweg, so gibt es viele Flughäfen, an denen man einreisen kann. Oft kann man von Deutschland aus auch direkt die Wunschstadt anfliegen. Über Umsteigeverbindungen sind ohnehin alle Ziele in den USA gut zu erreichen. Die Flugpreise schwanken je nach Flugstrecke und auch Jahreszeit. Ein Flug nach New York ist zum Beispiel im Februar schon durchaus für 300 Euro zu bekommen, zur Weihnachtszeit oder im Sommer steigen die Preise dagegen deutlich an. Längere Strecken zur Westküste sind naturgemäß teurer. Für die Einreise in die USA ist zunächst wichtig, dass man sich beim Electronic System for Travel Authorization oder kurz ESTA online vorab anmeldet. Eine Registrierung kostet zudem einen unteren zweistelligen US-Dollar-Betrag, der per Kreditkarte bezahlt werden kann. Einmal registriert, ist diese Anmeldung dann 2 Jahre gültig. Vor Reiseantritt kann man bestehende Anträge auch für die jeweils aktuelle Reise updaten, das heißt eine neue Kontaktadresse in den USA hinterlegen, also zum Beispiel die Adresse des ersten Hotels. Neben ESTA ist ein Reisepass notwendig, und zwar der maschinenlesbare mit biometrischen Daten. Ein Blick auf die Webseite des Auswärtigen Amtes für die aktuellen Modalitäten, ja, ist hier extrem zu empfehlen. Schon beim Abflugflughafen in Deutschland wird man einigen Sicherheitsfragen unterworfen, zum Beispiel ob man den Koffer selbst gepackt hat oder ob dieser stets beaufsichtigt am Mann war. Bei der Einreise werden alle Fingerabdrücke genommen und es wird ein Foto vom Reisenden gefertigt. Auch hier erfolgt ein kurzes Interview durch den Grenzbeamten, zum Beispiel was der Grund der Reise ist, wie lange man im Land bleibt und so weiter. Im Falle eines Anschlussfluges muss man am ersten Flughafen in den USA erstmal richtig einreisen, die Koffer vom Band holen und dann erneut aufgeben. Transitverbindungen über US-Flughäfen sind also immer mit einer Einreise und demzufolge auch ESTA-Zwang verbunden. Die USA sind nicht nur ein Land, sondern förmlich ein ganzer Kontinent. Sie erstrecken sich von den Subtropen im Bereich des Bundesstaates Florida bis in vorpolare Gebiete, als da wäre hier Alaska zu nennen. Den kontinentalen Ausmaßen geschuldet, bietet das Land also extrem viel, von Stränden, großen Städten, über Gebirgszüge bis zu Nationalparks. Für eine typische USA-Reise wird man sich daher wohl also nicht gleich das ganze Land aussuchen, sondern gleich mehrmals herkommen. In einzelnen Bundesstaaten und auch Gebieten kann man nämlich spielend viel Zeit verbringen. So ist Florida eine eigene Reise wert, Kalifornien mit Nevada und Arizona eine weitere. Die Kombination New York-Washington, DC und Abstecher zu den Niagara-Fällen oder auch Alaska bedürfen allein schon viele Tage zur Besichtigung. Der US-Amerikaner selbst kommt nicht selten locker und vor allem sehr gesprächig daher. Man wird bei vielen Gelegenheiten angesprochen. Ein How are you kommt vielen über die Lippen, obgleich man schon etwas den Eindruck gewinnen kann, der Smalltalk wäre stellenweise eher oberflächlich geprägt. Auch bei diesem Punkt bedenke man die kontinentalen Ausmaße des Landes. Florida ist für sein subtropisches Klima bekannt, die südlichen Bundesstaaten wie Texas, Kalifornien oder Nevada weisen dagegen eher trockenwarmes Wetter auf. Aber auch im Frühling kann es in New York schwülwarm sein und hier staut sich besonders die Hitze in den Schluchten der vielen Wolkenkratzer. Eher mild kann es in Alaska im Sommer zugehen, obgleich selbst die Stadt Fairbanks erreicht nicht selten 25 Grad im Sommer. Wüstenhafte Temperaturen kennt man dagegen in Nevada mit seiner bekannten Stadt Las Vegas. 40 Grad, kein Problem. Da die USA aber auf der Nordhalbkugel liegen, gehen die Temperaturen natürlich zur Jahreswende entsprechend zurück.
Landeswährung ist der US-Dollar. Je nach Wechselkurs ist er ähnlich stark wie der Euro. In den USA kann man de facto überall und ebenso de facto fast alles mit Kreditkarte bezahlen. Eine USA-Reise ohne Kreditkarte sollte man folglich besser nicht antreten. Auf Hawaii habe ich sogar ein simples Parkticket an einem Automaten mit Kreditkarte bezahlt. An den Automaten, also an ATMs, kann man selbstredend auch Bargeld ziehen, wobei im täglichen Zahlungsverkehr eher kleinere Noten im Bereich bis 50 US-Dollar gebräuchlich sind. Das Internet ist in den USA recht präsent und die Menschen sind auch recht affin in den sozialen Netzwerken ihrer Firmen unterwegs. Schließlich sind Facebook, Google und Co. in diesem Land ansässig. Offene WLANs kann man an einigen Straßenecken gelegentlich finden und auf jeden Fall in den Hotels. Hier ist die Geschwindigkeit brauchbar schnell. Die Netzspannung in den USA beträgt 110 Volt. Für die deutschen Schuko-Stecker braucht man auf jeden Fall einen Adapter, und zwar den mit den zwei parallel stehenden Stiften. Das Netz ist von ausgesprochen guter Qualität. Bei meinen Reisen kann ich mich an keinen Stromausfall erinnern. Das Einkaufserlebnis wird nicht selten mit der großen Kette Walmart gleichgesetzt, die je nach der Lage des Marktes auch am Wochenende und sogar bis tief in die Nacht geöffnet haben. Das Warenangebot ist sehr umfassend und reicht nicht selten von Haushaltswaren über Lebensmittel bis hin zu Elektronikartikeln. Daneben gibt es natürlich noch viele weitere Läden unterschiedlicher Ketten und Größe, sodass alles ohne Probleme beschafft werden kann. Wenn es etwas gibt, was man in den USA benötigt, dann ist es wohl ein Auto. Laufen ist jedoch stellenweise etwas verpönt. Die US-amerikanischen Städte sind weitläufig und groß angelegt, sodass das Vorankommen per Auto sehr zu empfehlen ist. An den Flughäfen kann man überall Wagen bekannter internationaler Ketten bekommen. Idealerweise reserviert man bereits direkt von zu Hause aus, um in den Genuss von Freikilometern zu kommen und entsprechende Versicherungsleistungen sogleich inklusive zu haben. Bei der Abholung vor Ort wird man nicht selten merken, dass man zwar Economy gebucht hat, das Auto aber gefühlt eine Klasse höher ausgefallen ist. Sehr nett. Prüfen sollte man auch, ob Einwegmieten zu fairen Preisen angeboten werden. So wäre zum Beispiel eine Fahrt von der West- zur Ostküste denkbar. Auf Hawaii habe ich im Übrigen die Preise für einen Mietwagen ja doch recht günstig in Erinnerung. Gut, man könnte natürlich hier auch die Frage stellen, wo will man denn sonst hinfahren, weil es sind ja nur kleinere Inseln. In den USA herrscht Rechtsverkehr. Für Europäer wirkt der Verkehr sehr koordiniert und ruhig ablaufend. Staus gibt es aber natürlich auch, keine Frage. Das, was ich aber damit meine, ist die Geschwindigkeitsbegrenzung, die meist auch peinlich genau beachtet und eingehalten wird. Das nicht ohne Grund, denn es gibt gleich mehrere Institutionen, die für Recht und Ordnung sorgen. Da wären die Sheriffs, die Polizei und eventuell noch die Highway Patrol. Nicht selten, ja, stehen die Jungs auch gern mal am Wegesrand mit der Laserpistole. Da Mietwagen oft mit einem Tempomaten ausgerüstet sind und der Verkehr in einer Einheitsgeschwindigkeit daherrollt, ist der Einsatz durchaus zu empfehlen. Auf Highways warten sie nicht gerne auf den Mittelstreifen und drehen dann in die Richtung ab, in welcher sie ein Fahrzeug verfolgen wollen. Sollte es zu einer Polizeikontrolle kommen, Scheibe runterdrehen und Hände sichtbar ans Lenkrad. In den USA gibt es nämlich viele Schusswaffen und ein unkontrollierter Griff zum Handschuhfach könnte die Officers bereits sehr unruhig werden lassen. Vom Fahren mit übergehöhter Geschwindigkeit ist also strikt abzuraten, da die Polizisten einen auch dafür ohne Probleme mal eine Nacht ins Gefängnis verfrachten können. Die Geschwindigkeitsbegrenzungen wie auch kleine andere Verkehrsregeln variieren gegebenenfalls je nach Bundesstaat. Da gibt es zum Beispiel die Regel, dass man an roten Ampeln rechts abbiegen darf, sofern man vorsichtig agiert. Also man sollte sich auch entsprechend vorneweg mit den Verkehrsregeln der einzelnen Bundesstaaten auseinandersetzen. Tankstellen sind oft bereits an den Ortsrändern anzutreffen. Man kommt also vom Highway runter und hat sogleich Gelegenheit zum Befüllen des Wagens. Der Tankvorgang an US-Tankstellen variiert unter Umständen aber auch mit dem Alter der Zapfsäule. Bei moderneren ist zunächst die Kreditkarte durchzuziehen. Dann wählt man die Spritsorte und steckt den Einfüllstutzen ins Fahrzeug. Bei manchen Zapfsäulen muss man die Auflage, auf dem der Zapfhahn gerade noch ruhte, nach oben klappen, um die Pumpe zu aktivieren. Bei älteren Tankstellen kann es auch vorkommen, dass man zunächst reingehen muss in das Kassenhäuschen und seine Kreditkarte dort hinterlegen oder autorisieren muss. Erst dann kann der Tankvorgang gestartet werden. Der US-amerikanischen Küche könnte man in Teilen nachsagen, dass sie alles berücksichtigt, was irgendwie zwischen zwei Brötchenhälften passt. Hamburger, Wraps, Sandwiches sind sehr oft anzutreffen. Die Palette wird aber gern noch durch Chicken Wings oder einem Caesar Salad und natürlich vielen weiteren Speisen erweitert.
Neben höherwertigen Restaurants ist auch das Angebot an Fastfood ausgeprägt. Oft sind die entsprechenden Ketten wie auch Tankstellen und Hotels an den Ortsrändern anzutreffen. Man kommt also gleich vom Highway runter und hat gute Chancen, nicht zu verhungern. Zur Etikette gehört es, dass man in Restaurants gesetzt wird. Das heißt, man kommt dafür in den Eingangsbereich, wird gefragt, wie viele Personen speisen wollen und wird dann einem Tisch zugewiesen. Nach dem Essen kommt auch schon gleich die Rechnung, die man gerne an einer Kasse im Eingangsbereich oder eben auch am Tisch begleicht. Wichtig ist es, einige Dollar Tipp zu geben, also ein Trinkgeld, da die Bedienungen davon leben. Gibt man hier keinen Obolus, wird man sehr unsäglich angeschaut. Ein Tipp gehört also auf jeden Fall dazu. Aufs Blaue loszufahren und absteigen zu wollen, ist in den USA sehr einfach. Wie auch Tankstellen und Fastfoodketten befinden sich zahlreiche Hotelketten meist direkt an den Ortsrändern, gern auch schon von Schildern auf den Highways angekündigt. Je nach Hotelkette variiert auch die Preislage. Die Motel 6 gehören meist noch zu den günstigeren ihrer Art. Days Inn habe ich oft im preislichen Mittelfeld erlebt und Holiday Inn war meist immer an der oberen Preiskante situiert. Zu erwähnen ist hier auch, dass in den USA nicht pro Person, sondern pro Raum bezahlt wird. Die Belegung mit Personen ist also zweitrangig. Internet ist meist inklusive, wie oft auch ein Continental Breakfast. Darunter versteht man ein recht einfaches Frühstück mit Kaffee, Tee, Zeralien, Bagels und Toasts. Wie immer, wenn man über Sicherheit diskutiert, bespricht man etwas, ja, gefühlt Virtuelles. Dem Hörensagen nach gab es mal Leute, denen an einem Ort XYZ etwas passiert sei. Auf jeden Fall sollte man sich die Informationen des Auswärtigen Amtes hierzu einmal durchlesen und auch das eigene Auftreten in der Öffentlichkeit trägt stets maßgeblich zur Sicherheitslage bei, wie eigentlich in allen Ländern. Im Laufe der Jahrzehnte haben die USA meiner Meinung nach eine positive Entwicklung hingelegt. Ich erinnere mich noch an Überfälle auf Touristen in Miami oder manche Lage in New York in den 80er Jahren. Auch wenn die USA wohl ein wohlhabendes Land sind, so ist die Schere zwischen Arm und Reich aber deutlich weiter aufgeklappt als in Deutschland. Es gibt gated communities mit einem eigenen Wachdienst am Wohnblock, genauso wie Strände mit vollem touristischen Strandleben. Dennoch sollte man sich bewusst sein, dass in den USA eine hohe Anzahl von Schusswaffen im Umlauf ist. Und auch die Polizei tritt hier um einiges strenger und durchgreifender auf. Wer sich aber an die Regeln hält und umsichtig agiert, sollte in den USA eigentlich eine schöne Zeit verbringen. Das waren in Kürze meine Tipps für die USA. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge einfach anders empfunden habt. Dann liegt es jetzt an euch, dem Video einen Daumen nach oben oder vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.